Viertelfinale im Landespokal und Platz 5 in Liga 3. Das sorgt zu Recht für gute Laune beim FCE. Diesmal beginnt das Cottbusser Fußballwochenende schon außergewöhnlich früh. Nachdem es am vergangenen Samstag noch in die Brandenburger Provinz ging, gastiert der FCE nun schon am Freitagabend in der Rheinmetropole bei Viktoria Köln. Aber Abendspiele sind für uns eigentlich nicht so schlecht gewesen, wenn wir Aue nehmen, wenn wir Osnabrück nehmen. Flutlichtspiele, immer eine besondere Atmosphäre. Und wir können vorlegen. Also ich denke, dass du ja jetzt auch nach den beiden Spielen mit Essen und Dortmund mit einem Punkt hatten wir schon eine andere Erwartung. Haben jetzt die Zeit gut genutzt, dass die Spieler, die sehr viel gespielt haben, sich erholen konnten. Die anderen haben Spielminuten gekriegt, um zumindest mal wieder dieses Gefühl zu haben, zu spielen. Und von daher, gut, man kann jetzt sagen, 2-0 ist nicht hoch. Aber wenn du komplett eine neue Mannschaft hast, hast nicht diesen Rhythmus, ist das völlig okay, wenn du eine Runde weiterkommst. Viktoria Köln ist derzeit Tabellenneunter, liegt aber nur 4 Punkte hinter den Cottbusern. Coach Pele Wollitz, einst selbst als Trainer in Köln tätig, weiß, worauf es beim Gegner ankommen wird. Ja, ist eine sehr interessante Mannschaft, die schon das Ziel haben, hinten rauszuspielen. Die haben gute Positionswechsel, sind sehr variabel, können aber auch überspielen, können aus gewonnenen Bällen sehr schnell umschalten, machen auch so viele Tore, haben immer so Phasen auch im Spiel, wo es speziell ist, wo sie dann viele Tore erzielen. Wir brauchen unsere Struktur, vor allem brauchen wir unsere Intensität, wir brauchen unsere Spannung. Selbst dann, habe ich heute Morgen noch der Mannschaft gesagt, selbst wenn wir dann in Osnabrück oder in Aue auch mal einen Rückschlag bekommen, beziehungsweise Ausgleichstor, aber wir sind in unserer Spur und wir sind in unserer Intensität. Da können wir dieses Spiel immer für uns gewinnen. Das ist bei uns ein großer Schlüssel, Intensität, gutes Verhalten in den Ketten. Ich gehe davon aus, mit der Erholung und auch mit diesem bisschen Abschalten, dass wir dann ab Freitag nochmal in den letzten 5 Spielen alles raushauen. Unser großes Ziel, eine gewisse Punktzahl zu haben, um dann in der Rückrunde befreit aufspielen zu können, um nicht nach unten zu gucken, weil die Liga ist brutal eng, nach wie vor unfassbar gefährlich. Und deswegen zählt für uns jeder Punkt für das große Ziel. Positiv zu vermelden ist, dass die Verletztenliste des FCE aktuell keine Einträge besitzt. Doch wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. Ja, im Moment alle Mann an Bord, 25 Spieler, das heißt Minimum 7 Spieler nicht zu benennen. Boah, richtiges Brett, weil auch der eine oder andere richtig gut trainiert hat. Ich hoffe, dass wir, wie ich immer sage, die richtigen Entscheidungen treffen und dass auf der anderen Seite auch eine gewisse Akzeptanz dafür da ist. Neben dem Sportlichen gilt es für das Trainergespann also immer auch, emotionalen Beistand zu leisten. Alles andere als eine leichte Aufgabe. Es ist natürlich auch sehr umfangreich, aber ich glaube, es ist wichtig, die Spieler dann in der Enttäuschung dennoch zu informieren und ein Stück auch ein Gefühl zu vermitteln, warum diese Entscheidung dann getroffen ist. Ich kann nur mal sagen, es ist nie gegen einen, sondern es ist immer für die Sache und für dieses Momentum. Neben dem Landespokalspiel gab es für die Cottbusser Fußballgemeinschaft am vergangenen Samstag im Übrigen noch ein weiteres erfreuliches Ergebnis. Der ehemalige Cottbusser Tim Kleindienst erzielte beim 7:0 der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien seine ersten beiden Länderspieltore. Ein Umstand, der natürlich auch bei Pele Wollitz nicht unbemerkt blieb. Das ist ja was Besonderes, wenn ein ehemaliger Cottbuser Spieler, der auch hier im NLZ, in der Sportschule, sich entwickeln durfte, entwickeln konnte, sich entwickelt hat, dann irgendwann mal diesen nächsten Schritt gegangen ist, sich dann weiterentwickelt hat, ist ja was außergewöhnlich. Ob es jetzt aktuell ein Thema war in der Mannschaft, das weiß ich nicht. Also ich beobachte das natürlich gerne. Letzte Woche war noch Nils Petersen da, wo wir Doppelpass on Tour mitbegleiten durften. Das sind immer Momente, sehr angenehm. Vor allen Dingen diese Bodenständigkeit dieser Spieler. So tritt auch Kleindienst auf, der einen extremen Marktwert mittlerweile hat. Ein ganz wichtiger Anker auch für Borussia Mönchengladbach und von daher auch völlig berechtigt in der Nationalmannschaft spielt. Rund 45 Kilometer Luftlinie von Kleindiensts neuer Heimat geht es am Freitagabend nun für den FCE um 3 weitere Punkte für die Mission Klassenerhalt.
Wir drücken natürlich, wie immer, die Daumen.